Hey und hallo meine Freunde, heute wieder mit Felix und ja, mir Felix, genau. Und ich stelle euch heute die letzten Flugzeuge vor, die es bei dem letzten DLC gab. Und anfangen tun wir mit dem Tula, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall diesem übermäßig großen Flugzeug. Und wie ihr schon seht, dieses Ding kann auf Wasser schwimmen. Das werden wir auf jeden Fall in diesem Video auch noch testen. Wie das Flugzeug aussieht, so wie, also wenn ihr es euch gekauft habt, so wie ihr es hier gerade seht und nicht im Hintergrund, so wie alle anderen sagen würden, nein, sondern im gesamten Video. Ja, so ist das. Und ich finde, das ist ein ganz schön heftiges Flugzeug, wenn man mal daneben zum Beispiel die Savage oder die Savage sieht oder wie auch immer man diesen Hubschrauber aussprechen möchte. Man sieht, dieses Flugzeug ist ein richtiges Monster. Beim Tuning gibt es jetzt nichts sonderlich Bemerkenswertes, also das ist eigentlich alles, was wir schon kennen. Ich zeige euch hier trotzdem nochmal fix, was man da alles tun kann, einfach nur damit ihr euch ein kleines Bild davon machen könnt. Bei den Designs ist natürlich noch das, wo man ein bisschen aufpassen kann, weil ja, Designs sind halt bei jedem Flugzeug anders und von daher gibt es da immer ein paar Besonderheiten. Ansonsten ist das Tuning von dem Flugzeug oder von den Flugzeugen, die ich euch heute noch zeige, natürlich nichts mehr, was euch umhauen wird, weil sich die Flugzeuge zu 90% oder sagen wir zumindest 80% alle gleichen. Nur dass bei einem was fehlt, was der andere halt hat und andersrum. So wie halt Bomben, nicht alle haben Bomben und nicht alle haben Lenkraketen. Aber das ist ja auch egal. Und dann gibt es natürlich noch Unterschiede zwischen den Warstocks-Flugzeugen, also den Militärfahrzeugen, also Flugzeugen an sich, und den von der Flugseite, wo man halt normale Flugzeuge normalerweise kauft. Aber da gibt es auch was Besonderes, was ich nicht gedacht hätte. Und das zeige ich euch dann auf jeden Fall auch noch. So, wenn wir das Flugzeug dann endlich komplett aufgetunt haben, ihr habt ja jetzt hier alles gesehen, dazu will ich jetzt nicht großartig noch was sagen. Dann werden wir uns gleich danach auch in die Luft begeben mit dem Flugzeug, wenn wir dann mit dem Tuning endlich mal fertig sind. Wie gesagt, hier gibt es noch ein bisschen was zum Aussehen, aber das ist jetzt nicht so überdramatisch, dass man sagen würde, ey, das ist so besonders, das muss man einfach wissen, sondern ich zeig's euch einfach nur, red da heute mal nicht lange drüber. So, nun gucken wir, wie wir denn mit diesem Flugzeug starten können. Ob wir gut damit in die Luft kommen, ob sich das Flugzeug allgemein gut fliegen lässt. Entschuldigung, ich bin leicht erkältet. So, dann wollen wir mal. Wir stehen ja auch direkt auf der Fahrbahn, um hochzugehen. Und man sieht schon, er geht relativ gut hoch. Er ist zwar ein bisschen schwerfällig, er fliegt auch extrem langsam, muss man dazu sagen. Und nun ja. Die Räder können wir einziehen, wie wir gerade gesehen haben. Und dann ist dieses Ding eigentlich wirklich wie ein fliegendes Schiff. Das kann man echt so sagen. Es ist mehr ein fliegendes Schiff als alles andere. Und wir werden auf jeden Fall gleich noch die Wasserfähigkeit von dem Flugzeug testen, was es denn im Wasser so bringt. Was man dazu sagen muss, es fliegt sich halt wirklich sehr schwerfällig. Also es ist jetzt wirklich von seiner Größe her, es passt einfach zu seiner Größe. Dass dieses Flugzeug jetzt nicht überdramatisch krass ist, sondern also mit Geschwindigkeit und so, sondern eher, dass es sich langsam fortbewegt. Das finde ich auch bei den Bomben dann sehr gut. So kann man die Bomben leicht gezielter abwerfen, als wenn das Flugzeug natürlich mit einer übelsten Geschwindigkeit da durchfliegen würde. Jetzt kommen wir noch zum Wasser. Wie gesagt, wir landen das ganze Ding jetzt mal auf Wasser. Da wird mir gleich auch angezeigt, wie ich denn den Propeller noch umändern kann, sodass ich dann halt leichter auch ins Wasser reinkomme. Wir können die ganzen nämlich hochbiegen. Wenn die hochgebogen sind, dann ist das halt in etwa so wie die Hydra im Senkrechtstartmodus. Dann können wir nämlich ganz normal auf und ab fliegen und nicht nur nach vorne oder nach hinten Schub geben. Und das ist natürlich, wenn wir im Wasser landen wollen, sehr, sehr vom Vorteil. Dann können wir die Flügel wieder normal anbringen, also so wie Flügel eigentlich sind. Und dann können wir uns vorwärts oder rückwärts auf dem Wasser bewegen. Wir können vom Wasser auf wieder abheben, wenn wir nicht aufpassen oder wenn wir es unbedingt müssen oder wollen. Dann können wir auch vom Wasser halt auf wieder abheben. Und das geht halt auch relativ schnell und das finde ich halt sehr gut bei dem Flugzeug. Das muss man echt mal so sagen. Also es hat echt Spaß gemacht. Wie ihr seht, heute wird es keine
Speedy's Fight Night geben, einfach aus dem Grunde, weil mein Internet spackt. Das habt ihr gerade unten in der Ecke schon gesehen. Ich hatte schon Probleme mit dem Speichern. Das nächste Flugzeug, was ich für euch habe, ist der Alpha 21. Der sieht so aus, wenn man sich den gekauft hat. Die Flügel sehen schon ziemlich geknickt aus, als ob das Flugzeug uns sagen wollte: Ey, so toll bin ich nicht. Wollen wir mal sehen, ob es hält, was es verspricht. Ja, ich komme gerne auf Papierflugzeuge zu sprechen. Wie so ein Papierflugzeug, wo man die Flügel ein bisschen versaut hat. Ansonsten gibt es zu dem Flugzeug auch nicht wirklich viel zu sagen. Bei den Designs können wir uns noch ein bisschen was ansehen. Ansonsten ist das Flugzeug vom Aufbau her auch wieder fast schon Standard, was die neuen Flugzeuge angeht. Ich finde diesen Smarty-Effekt hier ganz lustig, wo ich jetzt der Billard heißt, genau, der ist Billard. Und den habe ich auch gleich ausgewählt. Meine Kuhfarbe kommt das auf jeden Fall sehr lustig und das Flugzeug sieht auf einmal aus wie ein Clowns-Flugzeug. Ich finde das auf jeden Fall sehr beeindruckend, sehr lustig. Guckt es euch an. Ich finde es urkomisch, wie das jetzt aussieht. Und dennoch, die Sekundärfarbe hauen wir jetzt auch noch drüber. Und da braucht man einfach nicht lange rumprobieren. Das habe ich einfach in schwarz gelassen, weil ich fand, das passt am besten zu dem ganzen Ding. Viel mehr können wir da auch nicht machen. Also bewegen wir uns jetzt nach draußen und gucken mal, wie das Flugzeug abhebt und wie das Flugzeug sich allgemein fliegen lässt. Die Landung habe ich in diesem Video jetzt mal komplett weggelassen, weil ich euch also die vier letzten vorstellen wollte, damit wir die schnell auch noch hinter uns haben. Und im Gesamten wird das Video auch nicht länger als das vorherige Video. Und ich muss echt sagen, dieses Flugzeug fliegt echt ruckelnd. Was mich jetzt auch nicht sonderlich wundert, weil, wie gesagt, die Flügel, die machen das Flugzeug schon außergewöhnlich, aber natürlich auch nicht leicht fliegbar. Also wer unbedingt ein schwer fliegbares Flugzeug fliegen will, damit er im Endeffekt das Fliegen lernt, sollte sich echt für dieses Flugzeug entscheiden, weil das ist ein absolutes Flugzeug für Anfänger, würde ich sagen, damit die fliegen lernen, weil dieses Flugzeug mit das Schwerste ist, was ich jemals geflogen habe. Wie man sieht, ein Salto schafft man damit auch. Also selbst Saltos kann man damit üben. Es ist auf jeden Fall doch schon schwierig, es zu fliegen. Hier hätte ich es sogar fast zum Absturz gebracht. Es ist wie ein fliegender Frosch. Jetzt habe ich das Flugzeug richtig gedisst. Nicht, dass ich es nicht mag, aber naja. Hier kommen wir auf ein Flugzeug, über das ich mich richtig gefreut habe, oder eher ein Flugobjekt, ein Fluggerät, über das ich mich richtig gefreut habe, der Ultralight. Und ich liebe dieses Ding. Ich liebe es einfach. Es ist nicht schnell, es ist nicht sonderlich speziell oder sonstiges, aber es ist was anderes. Es ist kein Hubschrauber, kein Flugzeug, es ist ein Fluggerät. Es ist der Segelgleiter schlechthin. Den gab es vorher bloß bei GTA Offline und zwar auch da nicht selbst zu fliegen. Jedenfalls wüsste ich davon nichts, sondern man konnte ihn ab und zu am Himmel beobachten. Und ich finde es richtig geil, dass der endlich dabei ist. Da brauchen wir auch nicht lange drüber reden, was mit dem Tuning und so ist. Da gibt es wieder ein paar Besonderheiten beim Design. Und was mich jetzt halt gewundert hat, ist, dass man da auch Waffen anbringen kann. Dazu kommen wir nachher gleich, wenn wir bei dem Punkt sind, aber man kann Waffen anbringen. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Auch, dass man den Schirm, also der zum Gleiten benutzt wird, auch in Tarnfarben hauen kann, finde ich auf jeden Fall sehr geil und habe das natürlich auch gemacht. Und natürlich, wie immer, meine krugrüne Farbe muss einfach sein, ist bei mir einfach Standard. Wenn ihr das nicht mögt, dann tut mir das leid, aber ich finde es einfach saugenial. Da habe ich mich im Endeffekt dann auch noch umentschieden. Da habe ich die Primärfarbe dann doch noch auf schwarz geändert, weil ich gesehen habe, dass vorne der Strich dann schwarz ist und das Fahrgestell an sich auch dann schwarz wird. Und das ist einfach eine geile Mischung, dieses Neongrün mit Schwarz. Finde ich einfach total genial. Ich finde auch super, wie gesagt, hier, dass man auch Waffen mit anbringen kann, dass man dann auch schießen kann. Nur ich muss ehrlich gesagt sagen, dass sich das bei diesem Fahrzeug nicht lohnt, also bei diesem Fluggerät. Das werden wir gleich sehen, warum sich das nicht wirklich lohnt und warum es das Fliegen an sich mit dem Gerät übelst kompliziert macht, wenn man halt damit schießen möchte und gleichzeitig fliegen möchte. Es macht es einem echt schwer. Er hebt super gut ab. Auch im voll aufgetunten Modus macht das wirklich kaum einen Unterschied, wie das Ding fliegt. Es fliegt halt wie ein Gleiter. Er gleitet halt wirklich nur vor sich dahin. Hat hinten einen Propeller dran. Er ist, glaube ich, auch nicht sonderlich schneller geworden durch das Tuning. Das hat keinen
Rückstoß gegeben oder sonstiges. Abwehr hat er jetzt auch drin. Finde ich super, dass auch normale Dinger jetzt eine Abwehr drin haben. Das mit dem Ziel, also dass ich jetzt in Ego-Modus gegangen bin, wenn ich die Maschinenpistole aktiviere, das liegt einfach an meinem GTA. Irgendwie ist da ein Bug drin. Ich lande immer in Ego-Modus. Ich weiß nicht, ob ich da bei den Einstellungen mal was ändern muss. Aber wie man sieht, man kann, wenn man denn die aktiviert hat, kann man die Kamera auch nur noch so steuern, dass die Waffe dahin zeigt, also dass das MG dahin zeigt. Das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich dann, dass es auch wirklich die ganze Zeit da bleibt, egal wohin man sich bewegt. Man kommt nie wieder hinter das Flugzeug, man sieht nie, was vor sich ist, man hat tatsächlich bloß diesen Punkt. Das heißt wahrscheinlich, dass man einen Rundumschuss hat, also dass man hinschießen kann, wo man möchte, aber im Endeffekt ist das dann doch schon problematisch, weil man könnte einfach gegen den Berg knallen, während man versucht, hinter sich was abzuknallen oder seitlich von sich was abzuschießen. Finde ich ein bisschen schade, also die Waffe bei diesem Fluggerät sind nicht sonderlich brauchbar, wenn, dann muss man dafür mit sehr viel üben und auch sehr viel Geschick beweisen. Kommen wir nun zum allerletzten und das ist der Havek. Das ist der kleine Helikopter und ich finde den eigentlich ganz niedlich, muss man sagen. Der Preis ist ein bisschen überzogen, man kriegt 100 pro schon billigere und bessere Helikopter. Für, ja, wenn man schon, wenn ich schon billiger sage, brauche ich nicht sagen, für weniger Geld, aber so ist es nun mal. Dieser kleine süße Helikopter ist für einen Einsatz nicht wirklich geeignet, also nicht unbedingt ungeeignet, aber auch nicht übergeeignet. Wie gesagt, beim Tuning, wir können wieder Abwehr mit reinhauen, was diesen Helikopter natürlich von den anderen Helikoptern mit Geschütz ab unterscheidet, also von anderen Kampfhelikoptern nachher unterscheiden wird. Aber im Endeffekt haben die anderen Helikopter dafür mehrere Vorteile, wie zum Beispiel Raketen oder Wendigkeit, was dieser Helikopter zwar nicht sonderlich vermissen lässt, also jetzt nicht die Wendigkeit, sondern die Raketen wird es schon eher vermissen lassen, aber ja, es wird nicht das ultramäßige Spaßgefühl geben, dass man sich so vorstellen kann, sondern dieser Helikopter wird es einem doch schon etwas schwieriger machen, ihn lieb zu haben, weil er halt so klein ist. Er ist zwar extrem wendig, aber man merkt, dass wenn man ihn fliegt, dass er doch schon, ja, dass die Größe tatsächlich eine Rolle spielt. Darüber reden wir aber, wenn ich damit losgeflogen bin. Jetzt bin ich gerade bei der Farbe angekommen. Die Designs habt ihr ja gesehen. Und wie gesagt, ich wollte jetzt nicht allzu lange um den heißen Brei reden, wenn es ums Tuning geht, sondern die Tuning-Sachen habt ihr ja zum Großteil schon gesehen. Und deswegen wollte ich mich diesmal ein bisschen kürzer fassen da und das so schnell wie möglich durchmachen. Wollte nur erzählen, dass ich es sehr interessant finde, dass man halt Waffen bei dem normalen Flugzeugen und Helikoptern anbringen kann, die halt nicht vom Warstocks kommen. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und jetzt fliegen wir mit dem Ding mal los. Und wer diesen Helikopter sich gekauft hat und noch nicht getunt hat, der weiß ganz genau, dieser Helikopter fliegt sich schon ein bisschen ungewöhnlich, aber es geht. Getunt macht es das Ganze meiner Meinung nach noch einen Tick schärfer. Die Minigun ist wieder vorne dran, wie man das halt kennt. Und wie man sieht, also er bewegt sich schon ein bisschen seltsam, aber so, er kippt extrem, aber geht dann auch direkt die Kurve. Und ich finde diesen Helikopter einfach nur ein klein bisschen lustig. Es ist so ein kleiner Teufel in der Luft. Und ob man den jetzt unbedingt gut anvisieren kann, wenn man nicht gerade mit Lenkraketenwerfer schießt, das weiß ich nicht, weil er halt wirklich so winzig ist, aber er fliegt auch sehr komisch. Ich weiß nicht, wie es im Luftkampf ist, ob man den so sonderlich gut unter Kontrolle halten kann, wenn es dazu kommen sollte. Nun ja, jeder musste selber wissen, ob er sich jetzt eins dieser Flugzeuge, die ich euch vorgestellt habe, in dieser Woche kaufen möchte oder nicht und ob er sich die dann auch noch tunen möchte oder nicht. Gut, das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens Dienstag wieder, wenn ich das nächste Fahrzeug vorstelle. Vielleicht bringe ich auch mal wieder ein Glitch-Video raus. Abonniert mich dafür, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich stelle auf jeden Fall alles vor, was ich herausfinde. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.